Mitte der 90er Jahre konnte Nintendo schon auf eine lange Videospielgeschichte in ihrem Unternehmen herabblicken. Die Game & Watch LCD Handhelds erschienen Anfang der 80er Jahre und waren die ersten Handhelds der japanischen Firma und gilt als Vorläufer unseres geliebten Game Boys. Da bietet es sich natürlich auch an, ein paar Spiele zu portieren. Wie ist es gelungen? Was taugt die Game Boy Gallery 5 in 1 heute noch? Das Spiel wurde von Toast entwickelt und von Nintendo selbst 1995 bei uns veröffentlicht. In anderen Bereichen der Welt sind die Nachfolger dann unter dem Namen Game & Watch Gallery erschienen. Die Nachfolger bieten dann im Vergleich zu dieser Erstausgabe auch mehr Optionen, aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Die Game & Watch Spiele sind natürlich alle relativ einfach gehalten. Ihr kennt sicherlich alle diese billigen LCD-Spiele aus eurer Kindheit. Da die Technik natürlich sehr eingeschränkt war, konnte man sich auch nur sehr beschränkt bewegen und mit dem Spiel interagieren. Die Game Boy Gallery hat dabei 5 dieser Spiele im Prinzip 1:1 portiert. Jedes Spiel bietet euch dabei 2 verschiedene Modi, welche allerdings sich nur leicht unterscheiden. Zur Vereinfachung werde ich euch jeweils immer nur einen Modus vorstellen. Folgende Spiele erwarten euch dabei. Das erste Spiel nennt sich Ball. Und so simpel wie dieser Name ist auch das Spiel. Eure Aufgabe ist im Prinzip und auch praktisch recht einfach. Ihr müsst jonglieren. Dazu könnt ihr eure Arme, eure Spielfigur entsprechend in verschiedene Stellungen manövrieren und damit die 3 Bälle abfangen. Habt ihr das gemacht, springen sie dann automatisch zum anderen Arm. Leider ist das Spiel sehr langsam und so kommt zumindest bei mir kein Spielspaß auf. Als zweites Spiel erwartet euch Wormen. Hier spielt ihr einen Typen mit 2 Hämmern, der seine Rettiche vor Maulwürfen beschützen will. Ihr seht an den Erdbewegungen immer, wo die Schädlinge auftauchen. Wenn ihr euch dann richtig positioniert habt, kriegen die dann automatisch einen auf den Deckel. Bei diesem Spiel wird etwas mehr Geschick von euch erwartet, weil die Viecher auch gerne mal schneller und in Massen kommen. Flagman könnte man fast als eine Art des Spieles Ich packe meinen Koffer interpretieren. Ein Matrose zeigt euch Flaggen in einer bestimmten Reihenfolge und erweitert diese dann von Runde zu Runde. Ihr müsst dann die richtigen Knöpfe in der richtigen Reihenfolge entsprechend drücken. Hier ist also nicht Geschicklichkeit, sondern Köpfchen gefragt. Im Spiel Nummer 4 namens Manhole ist wieder eure Geschicklichkeit gefragt. Hier springen unbesorgte Menschen 2 verschiedene Brücken entlang. Problem ist, dass jeder dieser Brücken 2 Löcher hat. Eure Aufgabe ist es nun, zwischen diesen Löchern hin und her zu wechseln, um den Spaziergängern den Übergang zu ermöglichen. Mit der Zeit werden die dann natürlich immer mehr und so wird es immer stressiger. Das letzte Spiel ist Cement Factory und in meinen Augen auch mit Abstand das schwerste. Ihr müsst im Prinzip nur Zement von 2 verschiedenen Seiten über 2 Ebenen ablassen. Dazu müsst ihr zu den entsprechenden Auffangbehältern hin und dort den entsprechenden Hebel ziehen. Problem ist jedoch die Navigation zwischen den Stellen, da in der Mitte jeweils 2 Aufzüge mit unterschiedlichen Richtungen angebracht sind. Hier müsst ihr also stark aufpassen, nicht in den Abgrund zu fallen. Die Grafik wurde zum Glück nicht 1:1 portiert, sondern für den Game Boy etwas aufgehübscht, wobei der Stil zum Glück beibehalten wurde. Auch bei der Musik haben sich die Entwickler etwas Mühe gegeben und man kann sich zwischen der originalen und einer Art Remix entscheiden. Was taugt die Game Boy Gallery 5 in 1 also heute noch? Ich bin bei dem Spiel etwas zwiegespalten. Einerseits kriegt ihr genau das, was das Spiel verspricht, eine Portierung der alten Game & Watch Titel. Auch die Auswahl der Spiele ist durchaus abwechslungsreich und da sollte für jeden etwas dabei sein. Allerdings sind meiner Meinung nach die alten Spiele rein vom Gameplay her nicht gut gealtert, weil sie einfach zu simpel sind. Wenn ihr allerdings mal etwas Spielehistorie nachholen wollt, dann könnt ihr hier auf jeden Fall zugreifen. Das war der Test zu der Game Boy Gallery 5 in 1. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Leute, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.